Na, Krim? Euer Gnaden? Ja, der ist ja von Eisernen Bullen. Wie könnt ihr uns helfen? Wiedersehen. Wir unterhalten uns später. Eiserner Bulle? Ah. Inquisitor, kommt schon, trinkt mit mir. Waren wir sonst nie, ne? Darauf, dass wir wie die Krieger in den Legenden einen hohen Drachen getötet haben. Was ist das? Und was genau soll ich hier trinken? Maraslok. Was bedeutet das? Es bedeutet Getränk. Na gut. Ja, ich weiß. Davon wächst euch Stahl auf der Brust. Dieses leichte Gurgeln, bevor ihr Feuer gespuckt hat. Und dieses Brüllen. Was würde ich nicht dafür geben, so brüllen zu können? Wie der Boden gebebt hat, wenn er gelandet ist. Und der Geruch der brennenden Feuer. Tarsidathan Halsam. Wisst ihr, dass den Kunari-Drachen heilig sind? Nun ja. Zumindest so weit, wie uns überhaupt irgendwas heilig ist. Hier. Ihr seid dran. Na, wie ging dieser Kunari-Spruch da? Moment mal. Der Drache hat gar kein Feuer gespuckt, der hat Blitze gespuckt. Ich glaube, der Typ ist total besoffen. Was ihr da gerade gesagt habt, dasselbe habt ihr auch während des Kampfes geschrien. Was bedeutet das? Oh, Tarsidathan Halsam. Die treffendste Übersetzung wäre, ich werde später meine Lust befriedigen und dabei voller Respekt an das hier zurückdenken. Ihr habt es gebrüllt, während das Ding Feuer auf uns gespuckt hat. Ja, ich weiß. Na gut, trinken wir weiter. Der war zwar nicht dabei, aber tun wir mal so, als ob es gewesen wäre. Gut so. Der zweite Krug trinkt sich viel leichter. Vermutlich, weil nach dem ersten schon sämtliche Nerven in eurem Hals abgestorben sind. Atashi, die Glorreichen. Das ist unser Wort für sie. Atashi. Der ist absolut besoffen. Warum sind Drachen heilig? Was denkt ihr? Warum sehen die Kunari die Drachen so? Nun ja, wir haben Hörner, wisst ihr? Wir sehen drachiger aus als die meisten Leute. Vielleicht ist das der Grund. Einige der Ben Azrat haben allerdings so eine verrückte alte Theorie. Also, die Temesrans entscheiden darüber, mit wem wir uns fortpflanzen. Sie züchten uns für bestimmte Aufgaben, so wie man Hunde oder Pferde züchtet. Was, wenn sie vor Ewigkeiten auch mal einen Drachen beigemischt haben? Jemand hat sein Blut getrunken. Oder es war Magie. Was weiß ich. Aber irgendetwas in diesem Drachen, den wir getötet haben, hat zu mir gesprochen. Aha, jetzt fühle ich mich irgendwie unwohl. Jetzt, da ihr mir das erzählt habt, mache ich mir Sorgen, dass ich vielleicht einen eurer Götter oder so getötet habe. Ach was. Vielleicht einen der Götter Tevinters. Die haben doch Drachen angebetet, oder? Von mir aus könnt ihr so viele von denen töten, wie ihr wollt. Drachen sind die Verkörperung ungebändigter Macht. Aber sie sind unkontrolliert und wild. Also müssen sie vernichtet werden. Die Wildnis muss gezähmt werden. Aus Chaos muss Ordnung entstehen. Trinkt noch einen. Er ist ja ganz nett, auch wenn ich mit seinen Ansichten nicht übereinstimme. Oh. Oh. Sehr gut. Auf die Drachen. Was auf euch? Nein! Auf schlechte Getränke, genau, auf schlechte Getränke.
Auf was auch immer das hier ist. Und die Kopfschmerzen, die ich morgen haben werde. Enan. Bitte was? Na, Kabot. Inquisitor. Wie ist die Moral? Wie ist die Stimmung im Moment? Die Leute brüten über der Vier-Säfte-Lehre. Was ist das? Habt ihr irgendwelche Gerüchte gehört? Die Diener der Kaiserin haben uns ein Kristallglas voller Rosenblüten geschickt, die eine goldene Birne umhüllen. Glaube ich jedenfalls. Das ist nett. Weitermachen. Inquisitor. Ein Buch. Der Weg des Plünderers. Aha. Aus einem Pfad gesäumt von Warnungen und Aussichten auf harte Zeiten aufgrund der Worte von Brecherin Thram sticht eine Passage besonders hervor. Das Blut des Drachen wird auf eine Art verarbeitet, die von dunklem Ansinnen kündet, obwohl das Motiv der Disposition des einzelnen Plünderers obliegt. Wir alle kennen den Hang zu rücksichtslosen Verhalten. Es ist einfach das Schicksal des Plünderers, dass er zu mehr Brutalität fähig ist als die meisten anderen. Aber er zerstört sich mit seiner Hingabe anfangs nur innerlich und diese Prüfung erspart ihm das unmittelbare Misstrauen, wie es Blutmagiern entgegensteckt, die leicht von der Versuchung überrannt und ständig von dem Willen eines Dämons bedrängt werden. Ein Bericht. Ich habe die Bestie aufgeschnitten. Sie hatte mich verletzt, aber jetzt war ihr Blut das Balsam, das meine Wunden lindern würde. Später nahm ich die kleinstmöglichste Menge und trank sie zusammen mit dem Ritual, das ich erlernt hatte, und zwar ohne Zögern. Es schmeckt nicht nach Blut, wie ungeweint sie glauben, denn sie kennen nur den Geschmack der Wunde, den Geschmack der Niederlage. Aber dies war der Geschmack des Blutes, das im Kreislauf fließt, das Leben trägt, das Urtümliche. Ein Brennen, das man weniger schluckt, sondern das einem eher erfüllt. Das Blut und Leben einer solchen Bestie aufzunehmen, heißt Veränderung bis in den innersten Kern. Einige bekannten das und wussten, dass ich nun mehr war als zuvor. Andere erkannten es nicht und waren damit nicht gewarnt. Wieder andere wussten es, sagten aber nichts, denn die Entscheidung über den Umgang damit obliegt allein mir. Der Vorgang des Werdens straft alle Erwartungen Lügen. Ich bin erhört. Erhöht. Ich sehe, wohin die Klinge fahren muss. Ich sehe durch dich hindurch. Aha. Reden wir nochmal mit dem Bullen. Kann ich euch helfen? Nein. Bis später, Bulle. Es war nett, mit euch zu reden, Boss. Sein Boss sind wir tatsächlich. Wir bezahlen ihn ja. Also eigentlich bezahlt Liliana ihn, aber... Dabei auch noch besser oder Josephine. Das ist eine Ohrfeige für jeden echten Soldaten. Das ist das, was die Gläubigen sehen sollen. Unter dem Aal hätte es das nicht gegeben. Stolz bei der Arbeit, das gibt's heute gar nicht mehr. Der Aal war ein Arschloch. Ich habe für den Ben gearbeitet. Und ich dachte, ich kenne dich. Was? Oh nein, die Soldaten feiern, dass sie was gemacht haben. Schrecklich. Da seid ihr ja endlich. Wie? Habt ihr mich erwartet? Erzählt mir von euch. Was wollt ihr wissen? Wer hat euch ausgebildet? Ihr seid eine seltsame Elfin. Woher stammt ihr? Das haben wir alle schon mal gefragt. Wir unterhalten uns später. Wenn ihr meint. Wenn ihr meint. Da. Cole, du bist doch hier oben. Er hasst das alles wegen der Dunkelheit hinter der Tür. Einige Türen sollten geschlossen bleiben. Wovon redet der? Wie war eigentlich eure Vergangenheit? Ich würde mit euch gerne über das sprechen, was euch widerfahren ist, bevor wir uns kennengelernt haben. Vor euch war Rice, mein Freund. Er hat mir gezeigt, dass es falsch war, die Magier zu töten. Ich dachte, ich würde ihnen helfen. Dann sind er und Evangeline nach Adamant gegangen und ich habe sie begleitet. Ich hatte Angst, Evangeline würde Rice wehtun. Wir haben gefährliche Dinge entdeckt. Sie machten Sucher Lambert Angst und er hat den Magiern Angst gemacht. So begann der Aufstand. Sucher Lambert erzählte mir, was ich war. Rice konnte mich nicht ansehen. Also bin ich so lange gerannt, bis ich noch mehr Templer fand. Das ist alles. Aha. Okay, ihr wart in Adamant, jetzt sind wir von Sucher Lambert. Ihr habt den Aufstand miterlebt? Moment, wer Rice war euer Freund? Wer war Rice?
Was könnt ihr mir über Rice erzählen? Er war ein Magier. Er sah mich, als die meisten es nicht konnten. Und er hat sich an mich erinnert. Er hat mir geholfen und ich habe über ihn gewacht. Ich hatte Angst, Evangeline würde ihm wehtun. Sie war eine Templerin. Aber sie mochte es nicht, anderen weh zu tun. Als ich ging, ist sie geblieben. Jetzt wacht sie über ihn. Sie hätten bei den Aufständischen sein sollen. Aber vielleicht sind sie stattdessen gemeinsam fortgegangen. Keiner von ihnen mag das töten. Ich könnte sie aufspüren. Wenn ihr möchtet, könnte ich die Mittel der Inquisition nutzen, um euren Freund aufzuspüren. Nein. Wenn sie am Leben und in Sicherheit sind, sollten sie fortbleiben. Am Ende wollte er mich nicht einmal mehr ansehen. Ich war für ihn nur noch ein Monster. Lasst ihn mich vergessen. Okay. Ihr habt Magier getötet? Was meint ihr damit, dass ihr Magier getötet habt? Einige der Magier im Weißen Turm wollten sterben. Zu viel Trauer, zu viel Angst, zu viel von allem. Ich wusste nicht, was ich war. Ich dachte, ich sei ein Gespenst, das im Nichts verblasst. Als ich zu ihnen kam, konnten sie mich sehen. Ich nutzte das Messer, um sie zu befreien. Als Rice es herausfand, brachte er mich dazu, aufzuhören. Er brachte mich dazu, es zu verstehen. Es gab andere Wege, ihnen zu helfen. Aber das wusste ich nicht. Also sein Mörder. Ihr habt wehrlose Magier ermordet. Und das ist alles, was ihr dazu zu sagen habt? Ja, ich wusste es nicht. Und ich habe damit aufgehört, als ich es begriff. Das heißt aber nicht, dass ich es nicht getan habe. Sie waren verletzt, verloren, verlassen. Es war alles, was ich tun konnte. Es war falsch. Ich habe falsch gehandelt. Wenn ich wieder damit anfange, müsst ihr oder Cassandra oder Cullen mich töten. Das werden wir wahrscheinlich auch tun. Ihr wart in Element, aber es ist interessant, dass er da zugestimmt hat. Das wirft so ein bisschen einen Stein in den Weg der Leute, die immer die Antworten nehmen, weil sie denken, oh ja, wenn ich das jetzt sage, dann wird er mich mehr mögen. Ihr wart in Adamant? Was könnt ihr mir über die Festung Adamant erzählen? Adamant? Sie ist alt, voller Trauer und Leid. Sie sollte niedergerissen werden. Ich weiß nicht mehr, was das ist. Schleier ist dort dünn. Wir sind einem Dämon begegnet. Er hatte einen Mann berührt und ihn wieder real werden lassen. Das hat Rice und Evangeline Angst gemacht. Der Mann sollte nicht real sein. Dann fand der Dämon uns. Er steckte mich wieder an dem schlimmen Tag in den Schrank. Rice und Evangeline haben mich gerettet. Er wurde in einen Schrank gesperrt? Was? Wie war es im Weißen Turm, als der Magieraufstand begann? Tot und trostlos. Bettelnd und blutig. Einige wollten Freiheit, einige Frieden, einige Krieg. Und einige wollten, dass das alles aufhört. Evangeline war eine Templerin, aber sie half Rice, den anderen zu helfen. Sie ließ sie frei. Adrian war eine Magierin, aber sie tötete andere Magier, um den Kampf zu erzwingen. Sie wollte Blut sehen. Rice wollte einfach nur helfen und verhindern, dass andere leiden müssen. Vielleicht hat er mich ja deshalb gesehen. Okay, und wer war Sucher Lambert? Ihr sagtet, Sucher Lambert habe euch erzählt, was ihr wart. Ich verstecke Rice vor ihm, aber er singt Worte und sieht. Ich werde nicht zulassen, dass ihr Rice wehtut. Meine Nase explodiert in einem Schwall aus Blut. Nur ein weiterer Parasit, der in unsere Welt gekrochen ist und von all den Dingen zehrt, die ihr nicht haben könnt. Was wir in Adamant entdeckten, machte ihn wütend. Wir waren der erste Stein, der auf dem Gipfel eines Berges ins Rollen kam. Er musste uns aufhalten. Er tötete so viele ohne jegliche Reue. Rücksichtslos, rasend. Also kam ich und tötete ihn. Und warum dann die Sucherfestung? Wenn ihr Lambert gehasst habt, warum seid ihr dann zur Festung der Sucher gegangen? Weil er recht hatte. Ich war ein Dämon. Ich hatte in Adamant Dämonen gesehen. Sie steckten Leute ins Dunkel, in die alten Qualen. So wollte ich nicht sein. Ich hörte in Val Royeaux die alten Lieder der Templer und folgte ihnen. Würde ich vergessen, versagen, verloren gehen, würden die Templer den Dämon töten.
Ich würde nie wieder jemandem wehtun. Okay. Sehr seltsamer junger Mann. Oder Wesen viel eher. Wir unterhalten uns später. Woher wisst ihr das? Rice und Evangeline finden Einsatz verfügbar. Er hat gesagt, wir sollen das nicht tun. Woher ich das weiß? Naja, ich bin der Inquisitor. Na nü, was ist das denn hier wieder für ein komischer Ort? Wieso ist hier mal alles kaputt? Kann man das nicht mal reparieren? Aha. Ein Glas Wein. Eine Weinflasche mit einem Glas. Ja, interessant. Haben wir jetzt mit Cassandra geredet? Nein, wir haben nicht mit Cassandra geredet. Cassandra! Hi, ich bin aus dem Boden gefallen. Ich bin ein Engel. Braucht ihr etwas? Ja, und zwar, ich hätte gerne einen Rat. Habt ihr irgendeinen Rat für mich? Die Angelegenheit mit den grauen Wächtern muss geklärt werden. Und zwar schnell. Stimmt. Dieser alte Orden macht doch deutlich mehr Probleme, als er wert ist. Ich hätte Lilianas Befürchtungen früher Glauben schenken sollen. Was heißt denn hier, als er wert ist? Die grauen Wächter sind voll wichtig. Ohne die wären wir alle nicht mehr am Leben. Ja, reden wir über die Kirche. Darf ich euch etwas über die Kirche fragen? Es ist schwer zu sagen, was jetzt aus der Kirche werden wird. Sie hat keine Templer mehr, keine Anführerin und es gibt niemanden, der würdig wäre, die Nachfolge der Göttlichen anzutreten. Sie bricht ausgerechnet dann auseinander, wenn sie am dringendsten gebraucht wird. Ich will mir gar nicht ausmalen, was das für die Zukunft bedeutet. Soll die Kirche gerettet werden? Denkt ihr wirklich, dass die Kirche es wert ist, erhalten zu werden? Wenn ihr nach meiner Meinung fragt, ja, auf jeden Fall. Schafft man die Kirche ab, werden neue Probleme die alten ersetzen. Wir werden nichts aus der Geschichte gelernt haben. Die Leute brauchen Stabilität und die Kirche braucht eine neue Ausrichtung. Andraste hatte einen Traum für uns und er kann noch immer in Erfüllung gehen. Und welche neue Ausrichtung? Und was wäre diese neue Ausrichtung? Bedingungslose Hingabe an das, was wirklich wichtig ist. Statt Kathedralen zu errichten und Kleider für die Göttliche zu nähen, hat die Kirche ihre Mittel einst dafür verwendet, die Armen zu speisen. Wenn wir das Wort des Erbauers in die Welt tragen wollen, müssen wir es mit offenen Herzen und offenen Händen tun. Das klingt idealistisch. Das haben wir, glaube ich, schon mal gesagt, aber... Für eure Verhältnisse klingt das ziemlich idealistisch. Ach, tatsächlich. Ich glaube nicht, dass es derart unerreichbar ist. Es gibt in der Kirche viele gute, aufrechte Leute. Sie brauchen nur Führung und Inspiration. Sie müssen von Jahrhunderten des Festhaltens an Traditionen und Zeremonien befreit werden. Das ist nicht leicht. Die Möglichkeit der Erneuerung ist greifbar. Und sie muss nicht mit heillosem Chaos verbunden sein. Ja, aber mit Chaos. So oder so. Mit bürokratischem Chaos eventuell. Ich glaube, warum verließ die Kirche, haben wir sie schon mal gefragt. Danke. Danke. Okay, okay, okay. Wir haben, glaube ich, mit allen geredet, außer mit Josephine jetzt. Ich glaube aber auch nicht, dass Josephine noch irgendwas zu sagen hat, also von Interesse zu sagen hat. Wir können ja trotzdem mal mit ihr reden. Reden, 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 reden. Kommentare schreiben, ob Lazarett oder Trainingslager, bitte. Vielleicht nervt es ein bisschen, dass ich das immer wieder sage, aber naja. Josephine! Ich hatte gehofft, dass ihr hier seid. Wir haben Briefe von Archon Redanus aus Tevinter und König Marcus aus Nevarra erhalten. Was? Dass sich beide Monarchen an uns wenden, ist nahezu einmalig. Oh, dann haben wir sie ja beeindruckt. Natürlich, wir sind berühmt. Nee. Dann hat sich die Inquisition mit ihren Taten offenbar ihren Respekt verdient. Andernfalls hätten sie uns niemals kontaktiert. Archon Redanus möchte, dass die Inquisition als neutrale Partei einen Venatori-Kult an der Grenze zwischen Nevarra und Tevinter zerschlägt. König Marcus erbittet dasselbe, verlangt aber, dass wir nicht Tevinter, sondern Nevarra die Treue schwören. Aha. Und was würdet ihr tun? Was würdet ihr tun, wenn ihr an meiner Stelle wärt? Angesichts seiner angespannten Beziehung zu Orlais? Ich würde dem Reich helfen. Es ist schwer, ihre Freundschaft zu gewinnen. Marcus' Tage sind gezählt. Langfristig ist Tevinter die bessere Wahl. Tevinter ist aber auch manipulativ und böse.
Und wer ist König? Wie ist König Markus denn so? Was für ein Mann ist der König von Nevada? In erster Linie ein Alter. Viele befürchten, seine Kräfte könnten ihn schon bald verlassen. Aber er ist ein Pentagast. Seine Dynastie ist ausgesprochen mächtig in Nevada. Unterstützt Cassandra ihn? Wäre Cassandra verärgert, wenn wir ihm nicht helfen? Immerhin ist sie auch eine Pentagast. Bei allem Respekt für Sucherin Pentagast. Aber ihre politischen Interessen sind bestenfalls spärlich. Ja, das wussten wir auch schon. Warum braucht uns Radonis? Warum wendet sich der Herrscher von Tevinter gegen die Venatori? Er hat wenig Grund, sie zu mögen. Archon Redanos hat in Korypheus richtigerweise einen Rivalen ausgemacht. Nur wenige Monarchen finden Gefallen an einem selbsternannten Gott, der ihnen den Thron streitig macht. Und wie ist der Archon so? Erzählt mir alles über Redonis. Wie die meisten Herrscher Tevinter stammt er aus einer uralten Familie. Er ist politisch gewitzt und ein äußerst fähiger Magier. Außerdem kursiert das Gerücht, dass er eine Schwäche für Katzen hat. Oh, er mag Katzen. Das ist gut. Wir helfen ihm. Wir werden beiden helfen. Weil wir das können. Wir sind nämlich adelig. Wir können das. Ich habe Verwandte in Nevada. Wenn ihr dem Archon gut zuredet, könnten die Trevelyans König Marcus überzeugen, dass wir beiden Ländern helfen sollten. Die Inquisition soll sich also in Tevinter und Nevada anbiedern? Das wäre perfekt. Da hat sie nicht dran gedacht. Was bist du denn für eine Botschafterin? Na gut. Dann würde ich sagen, sind wir hier fertig und wir begeben uns in eine Aufnahmepause mit diesem wunderschönen Ausblick auf das Frostgipfelgebirge. Da können wir nicht raus. Warum können wir da nicht raus? Ich muss jetzt... Ich muss jetzt erstmal weinen gehen, dass wir da nicht rausgehen und in der Himmelsfeste gefangen sind. Und das dauert bis zur nächsten Folge. Ja, dann bis zur nächsten Aufnahme. Bis dahin. Ciao.